Guten Morgen zusammen. Ja, ich bin jetzt schon eine Stunde unterwegs und in Königstein angekommen von meinem Waldparkplatz aus. Ja, das Wetter, ne, ist es sehr nebelig. Man sieht zwar, dass die Sonne irgendwo dahinter ist, aber den versprochenen Sonnenaufgang kann ich euch leider nicht zeigen. Oder, ja, da ist er aber nicht sichtbar. Wir haben 1 Grad. Im Bulli waren es heute Morgen 7. Es war okay. Und ich gehe jetzt erstmal weiter hier Richtung Lilienstein, wie in dem letzten Video schon angesprochen. Und muss hier in Bewegung bleiben, weil sonst ist es echt frisch. Mütze auf, die dicke Wanderhose, also die wattierte schon, weil sonst ist es definitiv zu frisch. Schön wiederum ist hier dieser aufsteigende Dunst über der Elbe, wie ihr vor mir sehen könnt. Naja, so, jetzt geht's hier auf jeden Fall Richtung Lilienstein, den E3-Wanderweg hoch. Und zwar da oben hin, wo jetzt noch ziemlich viel Nebel ist. Ja, jetzt hier hoch von der Elbe sind so zwischen 15% und 20% Steigung. Da wird einem direkt wieder warm, weil ich ja gerade noch angesprochen habe, dass ich weiter muss, weil es kalt ist. Seht ihr hier die Stiege? Und da das Haus. Also der Winkel hier ist schon bemerkenswert. Ja, so pfiffig wie ich bin, habe ich natürlich die Wanderkarte im Bulli liegen lassen. Jetzt habe ich hier die Option Lilienstein-Ebenheit, das ist der Südaufstieg, oder Lilienstein den Nordaufstieg. Der Nordaufstieg sieht vom Weg her wesentlich schöner aus als der Südaufstieg. Aber ich bin am Überlegen, ob ich eins hin, eins zurückgehe. Daher werde ich den Südaufstieg zuerst nehmen oder den Nordaufstieg. Ich bin echt unentschlossen. Ich sag's euch gleich. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich mich für den Nordaufstieg entschieden hier. Entlang dieser Gemäuer. Ja, diese Gemäuer, schaurig schön, sage ich nur. Also der Weg wird immer ein bisschen anspruchsvoller, nicht schwierig, aber man sollte schon festes Schuhwerk tragen hier. Ich hoffe nur, dass das Ganze nicht in dem Klettersteig endet, wo man schon Ausrüstung für braucht. Die habe ich nämlich nicht. Dann würde ich mir einen anderen Weg suchen. Ich habe jetzt gerade mal das ein oder andere Bild hier im Nebel gemacht und werde die einfach mal so mehr oder weniger willkürlich einfügen. Ich hoffe, das sagt euch so zu, wenn sie was geworden sind, sonst natürlich nicht. Hier zum Beispiel sieht man schon die Umrisse von dem Lilienstein. Jetzt zieht gerade wieder so eine dicke Nebelwand da durch. Ist um die Zeit echt ein Erlebnis. Und die Stille hier im Wald, wenn ich nicht gerade quatsche, ist auch beeindruckend. Hier sind wieder zwei so Felsen. Ihr könnt euch diese Größen wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also dieser Stein hier ist 1,80 Meter und der locker 6 Meter, würde ich tippen. Also das ist schon riesig. Ansonsten kann man da oben, ich zoome mal, schon so ein Stück erkennen von dem Lilienstein. Bin mal gespannt, wie der Nordaufstieg jetzt so wird. Ich weiß, dass die Hälfte von euch wahrscheinlich schon abgeschalten hat. Aber ich bin so begeistert von den Wegen hier. Und hier ist so in die Wand gemeißelt, geritzt 1950 Löwen und ein Zeichen passend dazu. Der Lilienstein wird immer greifbarer. Hier sind jetzt schon so die ersten
richtigen Felsen zu sehen, die sich hier auch runterschlängeln, wo man jetzt durchgehen muss. Darf. So, ab hier wird's ernst für mich. Ich hoffe, dass ich das diesmal besser wegstecke, als das letzte Mal bei den Schrammsteinen, wo ich dann so Kreislaufprobleme oben hatte. Aber wir geben nicht auf. Wir werden immer besser. Das ist mein Motto. Ja, immer wieder Luft holen zwischendurch und dann kann es hochgehen und wahrscheinlich nicht runter. Ja, zwischendurch wird es auch ein bisschen enger, aber da kann ich mal kurz stehen bleiben und Luft holen. Herrlich. Es müsste jetzt ungefähr Halbzeit sein vom Aufstieg und ich werde schon belohnt hier mit der wunderbaren Aussicht. Die in dem Heißluftballon genießen das garantiert auch. Ich zoome das Ganze mal, damit ihr den auch gut seht. Also diese Kamera ist eine Wucht für ihre Größe. Entschuldigt das starke Wackeln, aber bei dem Zoom geht's nicht besser. So, zielgleich erreicht. Aber vorher mache ich noch einen kleinen Schwenk hier rüber. Wow, Festung Königstein. Der Ort Königstein selber ist auch gut zu sehen. Und so, viel mehr gehe ich nicht an den Rand, wie ihr seht. Geht es da deftig runter. Aber ist ja auch nah genug. Ja, und jetzt geht's hier zum Ziel. Ich lasse einfach mal die Kamera jetzt laufen und gehe hier so entlang. Drehe die Kamera in die Richtung, die ich auch laufe oder die ich jetzt gerade gucke. So in die Sonne, das wisst ihr, das gibt immer hässliche Reflexionen, aber es ist einfach so, wie es ist. Providenziale Memor zur Erinnerung an das 800-jährige Jubelfest des Hauses Wettin. Ich werde das Ganze jetzt hier noch ein bisschen genießen, weil in der Sonne hier ist wirklich sehr angenehm und ja, der Rest ist sowieso super. Das war jetzt der Nordaufstieg, durchaus für jeden machbar, solange man gut laufen kann. Festes Schuhwerk sollte immer Voraussetzung sein. Und gleich geht es dann über den Südweg weiter. Ja, hier oben ist ja dieses schnucklige kleine Gasthaus. Die Damen sind da auch gerade am Saubermachen und am Ausräumen, aber um diese Zeit leider noch geschlossen. Aber was mich ein bisschen mehr irritiert, ich habe jetzt hier so die ein oder anderen Taschentücher, so Papiersachen eingesammelt und wollte das da in eine Mülltonne schmeißen. Und habe gefragt, wo steht denn die Mülltonne? Wir haben keine. Das ist natürlich, naja, sollte nicht sein, denke ich mir. Ja, auch hier kein offizieller Weg, aber ich möchte gerne mal gucken. Ja, hier geht es jetzt auf der anderen Seite zu dieser Südaussicht. Und man muss hier über so eine Gitterbrücke. Und ich bin nicht ganz so davon angetan, wie man vielleicht hier erkennen kann, ein guter Grund. Ich halte die Kamera jetzt mal nach links und gleich nach rechts,
werde aber selber besser geradeaus schauen, da hinten auf die anderen Sandsteine. Aber es geht definitiv gut runter hier. So, und jetzt einfach gerade drüber. What? Ja, das Metall ist auch noch so, dass es ein bisschen nachfedert. Klar sind diese Gitterroste. So, wieder ans Geländer. Dann geht es. So. Ja, da unten vor dieser weißen Sandsteinwand sieht man auch den Nebel aufsteigen. Da ist die Elbe, die sich da so durchzieht bis Rathen, was dort vorne zu sehen ist. Und da drüber geht es zur Bastei, wo ich definitiv auch noch hin möchte. Aber das in einem anderen Video. Mit dem Wetter habe ich heute echt Glück gehabt. Wie gesagt, kalt, aber sonnig. Besser geht's eigentlich nicht. Und hier geht's jetzt weiter rüber. Oder weiter hoch. Das ist auch wieder so ein Moment, wo ich die Kamera einfach mal laufen lasse. Weil es so jetzt hier mit dem Sonnenlicht. Oh, jetzt muss man auf seinen Kopf aufpassen. Ja, muss ich schon ein bisschen geduckt gehen, so auf halber Höhe. Ah, hier geht's wieder. Leute, Leute, Leute. Ach, wieder so eine Gitterbrücke. Also da wird mir immer weich in die Beine. Ich weiß aber nicht. Und das Geländer könnte auch ein bisschen höher sein. Ist nicht mal doch so gerade hüfthoch. Darüber, ne, darüber geht es nicht mehr, aber hier geht es noch so ein Stück weiter. Ach, doch. Doch, da geht es gleich auch noch rüber. So. Wahnsinn. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Seite angekommen. Hier ist gleich so ein Erfrischungsbecken, damit man sich wieder wohler fühlt nach diesem Klettern. Das Blöde war, da vorne konnte ich nicht filmen, weil es so steil runterging und die Stufen so breit waren, dass zwei Füße nebeneinander passten. Aber das Blöde an der Sache war, was mein Vertrauen in diese ganze Konstruktion natürlich unheimlich bestärkt, dass ein Geländer weggebrochen war. Jetzt ist man natürlich noch sicherer, wenn man hier so rüber geht. Woher diese, ja, mehr oder weniger Höhenangst wohl kommt, würde mich doch mal interessieren. Wobei es schon bei weitem nicht mehr so schlimm ist, wie es mal war. Seit ich mit meiner Frau in Paris war und wir das erste Mal den Eiffelturm hochgegangen sind. Hat lange gedauert. Danke, Schatz, dass du da so viel Geduld mit mir hattest. Aber das war so der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, zurück geht's jetzt ja über den Südabstieg, der auch so seine schönen Ecken hat, gleich am Anfang. So wie hier zum Beispiel, wo ich vorhin da oben drüber gelaufen bin. Und da geht der Weg weiter nach unten. Nicht wundern, wenn der Abspann kommt oder das Ende des Videos. Ich habe mich schon oben verabschiedet und war ja so überwältigt von dieser Aussicht, dass ich ganz vergessen habe, dass es ja zurück auch noch geht. Daher werde ich das noch davor setzen. Auch hier wieder so eine klasse Felsecke. Jetzt so gegen 9 Uhr sind auch die ersten anderen unterwegs. Man hört sie leider lautstark.
Aber muss man mit leben. Ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt unter der Woche hier bin. Weil sonst wäre bei dem Wetter wahrscheinlich definitiv hier sehr viel los. Wie ein das Zeitgefühl trügen kann. Ich sagte ja, es müsste schon 9 Uhr sein. Pustekuchen, ist gleich 10 Uhr. 5 Minuten vor 10. Ja, aber der Weg hier runter ist sehr angenehm zu gehen, wie ihr seht. Sehr leicht, einiges am Wurzeln, aber ansonsten ist der Südweg definitiv entspannter zu gehen als der Nordaufstieg. Und so sieht das Ganze jetzt von unten ohne Nebel aus. Runter der Abstieg war jetzt wesentlich einfacher, die Südseite als die Nordseite, oder weniger anstrengend. Schwierig war beides nicht unbedingt. Aber was mir echt zu schaffen macht, sind diese vielen Stufen. Ich kann ja stundenlang wandern, aber Treppen runtergehen, da habe ich immer das Gefühl, mir zerreißt es irgendwann den Oberschenkel. Geht euch das auch so oder mache ich da irgendwas verkehrt? Könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Naja, hier unten jetzt auf der freien Plaine ist es auf jeden Fall sehr angenehm mit der Sonne. Die Seite vom Gesicht, die in der Sonne ist, fühlt sich sogar warm an. Die andere friert noch ein bisschen, aber die Mütze ist schon mal vom Kopf. Das ist schon viel wert. Also Lilienstein, definitiv eine Empfehlung. Für mal eben zwischendurch auch machbar, je nachdem, wo man parkt. Bei mir waren das jetzt so ungefähr 4 Stunden, die ich unterwegs bin. Eine Stunde brauche ich jetzt nochmal, also gesamt 5, aber auch nur, weil ich am A der Welt geparkt habe. Zum Pennen heute Nacht. Das wisst ihr. Habt ihr gesehen den Platz in dem Video vom letzten Mal. So, und hier ist jetzt im wahrsten Sinne Ende im Gelände. Hier geht's nicht weiter. Da unten bin ich das letzte Mal mit Marvin rausgekommen, mit dem Fahrrad. Ja, guck. Also Marvin, wenn du das siehst, das hast du verpasst. Aber du hast ja Schule. Was natürlich vorgeht. Ja, ich würde sagen, mit diesen super Bildern, meiner Meinung nach, war es das mit diesem Video. Ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen und wenn noch genug Zeit ist, werde ich das Wetter auskosten und die nächste Etappe angehen. Was ihr dann im nächsten Video seht. Also, macht's gut, euer Markus.